Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge vom New Chongqing Zoo. Dieses Mal das Conservation Pack, denn ich habe vorab Zugang bekommen für dieses DLC, was heute erscheint. Oder was heute erschienen ist, heißt es tatsächlich. Von Frontier, danke nochmal an dieser Stelle, die mir vorab Zugang gegeben haben, sodass ich euch mit reichlich Videos heute versorgen kann. Und wie ist, wie immer gibt es dann natürlich auch ein Speedbild zu einem der Tiere. Im Community-Tab habt ihr abgestimmt und habt euch für das Percevalski-Pferd entschieden. Ob ich es jemals richtig aussprechen werde, man weiß es nicht so genau. Da ich den Franchise-Mode spiele, bedeutet das auch, dass wir diesen Zoo später einmal kurz in den Sandbox machen müssen. Ansonsten kann ich die Tiere noch nicht kaufen. So einfach ist das. Ich habe versucht, den ersten Themenbereich quasi anzufangen und ein bisschen weiter wegzubauen. Das ist jetzt ein bisschen entgegengesetzt von dem, was ich im Zoo of Maine gemacht habe, denn da habe ich ja alles sehr organisch nacheinander gebaut, sodass das alles ineinander gewachsen ist. Hier habe ich jetzt ein bisschen Abstand gelassen. Das mache ich einfach, weil ich dazwischen gar nicht weiß, was dazwischen kommen soll und ich das doof finden würde, wenn das der Zoo anfängt und in der Mitte gibt es dann direkt die Pferde. Das ist irgendwie so ein bisschen blöd. Deswegen habe ich ein bisschen weiter weg gemacht und habe mir das Ganze so ein bisschen angeschaut. Wenn ihr das Video übrigens zu dem Pack noch nicht gesehen habt, zu dem DLC-Pack, dann empfehle ich euch dieses auf jeden Fall, dass ihr mal da reinschaut. Denn da habe ich alle Teile vorgestellt, denn die Teile im Conservation Pack sind richtig, richtig gut. Außerdem gibt es ein Auf-Zeit-Szenario, in dem ihr das Pack gewinnen könnt. Also da auch nochmal reinschauen. Gibt etliche Videos heute also von mir. Kann ich einfach nur mal so sagen und da kann ich euch empfehlen, da mal reinzuschauen. Solltet ihr nicht heute alle schaffen, keine Sorge, morgen kommt kein Video. Das mal so ganz nebenbei. Der New Chongqing Zoo macht jetzt eine kleine Pause von ein paar Tagen und dann gucken wir mal, was wann passiert. Denn ich war jetzt die letzten Tage sehr darauf erpicht und hatte sehr Fokus darauf, erst das Flamingo-Gehege zu bauen und dann das Percevalski-Pferd-Gehege hier. Das nimmt schon ein bisschen Zeit in Anspruch ab und zu, deswegen haben wir es jetzt gemacht. Und es ist jetzt getan und das freut mich ganz doll. Ich habe versucht, so ein kleines Pferdegehege zu bauen, denn die Percevalski-Pferde sind natürlich Pferde und wenn man sich die Gehege von denen in den Zoos dieser Welt anschaut, dann sind da gar nicht so mega viele extravagante Sachen, denn meistens leben die Pferde einfach nur auf so einer Fläche, manchmal sind da ein paar Erhöhungen und dann laufen die da so rum. Und das ist natürlich auch das, was ich hier heute dann versuche nachzustellen, versuche ein bisschen einen coolen Zaun zu bauen. Und versuche auch eine Stallung zu bauen, sodass die wenigstens einen Unterstand haben, der, wie ich finde, sehr gut funktioniert. Das mal so ganz nebenbei. Und dann hoffe ich, dass die Besucher das auch cool finden und dass ihr das dann auch cool findet. Das ist vielleicht, vielleicht gut. Der ganze Zaun ist in Holz gehalten. Und bei den Besuchern, was ihr da seht, das ändere ich dann später nochmal. Das, am Ende des Videos mache ich da eine neue Pergola, die auch ganz cool ist. Die ganze Stallung hatte zwei Versionen. Das hier ist jetzt die zweite Version und die bessere Version. Die erste habe ich rausgeschnitten, die seht ihr gar nicht. Aber damit war ich sehr, sehr unzufrieden. Das war ja nicht so smart gemacht. Im Franchise-Mode muss man natürlich auch auf das Geld achten. Das habe ich jetzt auch getan. Es ist gar nicht so mega teuer geworden, wie ich erst dachte. Aber wir haben nicht mehr so mega viel. Ah, das ist jetzt nicht so schlimm, weil wenn das Spiel läuft, dann verdienen wir relativ gut an Geld und wir haben relativ viele Flamingos, die wir sonst auch verkaufen könnten und Goliath-Käfer und sowas. Aber müssen wir einfach mal schauen, wie das funktioniert. Hier versuche ich eine kleine Tür zu bauen. Die funktioniert nicht. Die muss ich später ein bisschen rausnehmen. Also dort funktioniert sie schon, weil ich sie da offen lasse, aber da, wo sie jetzt ist, da funktioniert sie nicht, weil dann der Pfleger nicht durchkommt. Ist ein bisschen ärgerlich, aber gut, manchmal muss das dann halt so sein, wenn das dann passt, vom Gehege her. Oder dass es dann halt auch praktisch ist. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Drin machen wir zwei Stallungen. Beziehungsweise eine, denn die Pferde müssen natürlich auch noch da durchkommen. Das hatte ich total vergessen, dass der Gehegeeingang im Haus ist. Aber, ja. Die ganzen neuen coolen Items, die Deko-Items, diese Schaufeln und Besen und so, die finde ich ultra cool, dass die jetzt im Spiel sind. Sowas hat wirklich gefehlt.
Deswegen freue ich mich da unglaublich drüber, dass das jetzt endlich drin ist. Und ich glaube, ich platziere auch die ein oder anderen Werkzeuge hier in diesem Gebäude. Insgesamt muss ich sagen, dass ich das Pack sehr, sehr gut finde. Ich habe es, glaube ich, auch schon in meinem Vorstellungsvideo gesagt, dass ich darüber nachdenke, ob das hier wirklich das mein Highlight-Pack ist, mein Favoriten-Pack, das Pack Nummer 1. Denn auf irgendeine Art und Weise finde ich den Baustil cool. Die Tiere sind mega cool. Ja. Und das würde mich dann auch interessieren, was ihr, jetzt habt ihr vielleicht auch das ein oder andere Video dazu gesehen, was ihr dazu sagt zu diesem Pack. Es gefällt mir sehr gut und an der Stelle können wir vielleicht auch darüber sprechen, wo Planet Zoo jetzt auf dem Weg hin ist. Wenn das wirklich die Art und Weise ist, wie die fortfahren möchten, dann finde ich das cool. Also wenn das nächste, dann wird dann wahrscheinlich meiner Meinung nach ein Animal Pack, wir wissen es natürlich nicht, ist auch Utopie, jetzt über das nächste Pack zu sprechen, wenn das letzte jetzt gerade erst rauskam. Aber lass uns einfach vorstellen, dass das ein Animal Pack ist, dass das dann halt biombasiert ist, vielleicht ein Regenwald-Pack oder so und dann auch gerne mit den neuen Animationen vom Siamang und so. Und dann das nächste dann wieder irgendwie so ein Pack wie das hier, weil das hier kam ja auch sehr überraschend und das ist vielleicht auch, als sie dann mit den Kontinenten fertig waren, war das sehr überraschend, was jetzt alles kommt. Und das Feuchtgebiete, also das Wetlands-Pack, war schon überraschend. Und das hier, das Arterhaltungs-Pack, ist halt auch sehr überraschend, wie ich finde. Habe ich nicht kommen sehen, ist aber eine coole Sache. Und die Tiere wurden sich auch gewünscht. Also es gibt ja eine Liste im Forum, bei denen sich die Tiere immer gewünscht, oder wo sich Tiere gewünscht werden können. Das hier sind ja auch Community-Favoriten, muss man ganz ehrlich sagen. Der Amor-Leopard, das Persewalds-Gefährt, das sind alles, und Gibbons halt auch, das sind alles Tiere, die in dem Spiel gerne rein sollten. Und dass das jetzt diesen Weg hier genommen hat, finde ich sehr, sehr gut. Meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ich finde, da kann Planet Zoo bzw. Frontier, die können gerne weitermachen in dieser Richtung. Damit machen die nichts falsch, wie ich finde. Insgesamt ist der Stall meiner Meinung nach sehr gut geworden. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, den zu bauen. Dann hatte ich jetzt ein paar Probleme mit dem Zaun. Der muss dann komplett geändert werden. Aber das Gehege wird dadurch ein bisschen kleiner. Ich hoffe nicht, dass das zu klein wird für die Persewalds-Gefährde. Und da müsste das eigentlich auch passen. Bauen natürlich auch ein paar Steine und so weiter und so fort. Und ich weiß gar nicht, ob wir uns da irgendwie so 3, 4 Pferde werden auf jeden Fall reinkommen. Und dann so eine kleine Persewalds-Zucht hier reinbauen. Ich hätte ja auch Lust auf noch mehr von solchen Tieren, ne? Also ich weiß auch nicht. Jetzt hat man Blut geleckt, was die Tiere betrifft, so muss man das sagen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn dann ein Animal Pack kommt, was so ein bisschen denselben Stil, denselben Style hat. Könnte ja auch cool sein. Ich weiß auch nicht. Ich finde solche Sachen halt immer cool. Und interessant. Und allgemein halt gut. Ich versuche so eine kleine Erhöhung zu machen, gehe auch mit ein bisschen Gras lang. Das mache ich ja normalerweise nicht so oft in den Gehegen, aber in diesem Fall passt das eigentlich ganz gut. Und es sieht auch ganz cool aus, wenn die Pferde da durchstreifen, durchgaloppieren durch die ganze Geschichte. Und dann passt das dann auch mit den kleinen Blümchen, die unglaublich cool aussehen. Ich finde, dieses Pack hat halt alles, dadurch, dass da auch ein bisschen Fokus auf die Pflanzen gelegt wurde, finde ich, ist das richtig, richtig gut. Hier ist mir jetzt aufgefallen, dass der Mitarbeiter da gar nicht durch kann. Dann ändere ich den ganzen Kram und mache die Tür, glaube ich, auf. Oder ich lösche sie. Und ich glaube, ich entscheide mich dazu, die Tür zu löschen. Und dann passt das dann auch, wenn dann später die Mitarbeiter da durchgehen. Die Pferde kommen auch überall durch, so wie ich das gesehen habe. Also das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall gar kein Problem. Und im Hintergrund sehen wir auch ein paar Pflanzen und ein paar Felsen. Das habe ich dann offscreen tatsächlich noch ein bisschen gemacht. Nicht so, wie es später aussehen soll. Das ist einfach nur, damit jetzt das Gehege nicht so unübersichtlich ist. Denn ich möchte mich ja gerne an diesen Tiger, nur einige gemäßigte Pflanzen, zumindest außenrum bauen. Müssen wir mal schauen, wie das passiert, wie das klappt. Ihr habt übrigens im gestrigen Video, in der Folge 1, sehr, sehr viel nice Kommentare geschrieben. Ich bin bis jetzt noch gar nicht dazu gekommen, die alle zu
ja, zu kommentieren, zu beantworten. Aber keine Sorge, das mache ich noch. Ich habe so ein bisschen vor, so ein bisschen mehr dort zu kommentieren. Außerdem empfehle ich euch, die Augen offen zu halten im Community-Tab, denn da wird es dann demnächst eine Abstimmung geben für das nächste Tier, was ich dann gerne bauen würde. Und ihr dürft dann entscheiden, welches Tier dann als nächstes einzieht. Es bedeutet nicht, dass die Tiere, die dann nicht gewählt werden, dass die gar nicht einziehen können, aber dass ich mich so ein bisschen in die Richtung der Bereiche reintraue. Und das möchte ich vielleicht auch noch sagen, wenn man einen neuen Zoo startet, beziehungsweise ich einen neuen Zoo starte, es fühlt sich nie richtig an. Also es ist immer so ein bisschen leer, es ist immer so ein bisschen, jetzt fängt es wieder an und so. Aber es dauert dann ein paar Folgen, es dauert ein paar Gehege, ein paar Gebäude und dann wird es besser, dann wird man ein bisschen warmer mit dem ganzen Projekt. Und vielleicht habt ihr das ja auch so, vielleicht geht es euch auch so. Apropos Community-Tab, ich weiß, dass einige von euch oder viele von euch tatsächlich, die größte Zahl von euch, haben diesen Kanal noch gar nicht abonniert. Und das geht natürlich gar nicht. Ne? Das ist natürlich überhaupt nicht schön. Deswegen empfehle ich euch, wenn ihr es noch nicht getan habt, drückt doch einfach mal auf den Abonnierknopf. Dann verpasst ihr keins meiner Planet Zoo Videos oder vielleicht eins meiner anderen Videos, wenn ich dann mal wieder irgendwelche anderen Spiele spiele. Jurassic World Evolution 2 soll ja auch okay sein. Oder man probiert sich mal bei Prehistoric Kingdom aus. Könnte ja auch eine Sache sein, die wir mal gemeinschaftlich anstarten sollten. Hier baue ich jetzt eine neue Version der Pergola und die gefällt mir deutlich besser. Es sind die neuen Hölzer aus dem Pack. Und ich glaube, das sind so Rankendinger. Funktionieren meiner Meinung nach sehr gut als Pergola. Deswegen passt das ganz gut, dass wir die jetzt mit dort einbauen. Und dann ist die ganze Geschichte eigentlich relativ easy erzählt. Da unten kommen dann auch noch ein paar Bänke und eine Mülltonne und so weiter und so fort. Und dann ist die Geschichte auch fast fertig. Dann bauen wir noch einen kleinen Zaun, dass die Besucher nicht reinfallen. Und das war's dann auch schon fast, so wie ich das sehe mit der Timelapse. Aber 2 Minuten haben wir noch aus dem Off. Insgesamt wollte ich ja mehr in dem Spiel spielen, jetzt im Franchise. Das machen wir in Folge 2, also in dieser hier nicht. Denn dadurch, dass ich das im Pre... dass ich das die Vorabversion habe, die übrigens ein paar Bugs hat. Das ist aber ganz normal, das weiß Frontier auch. Dadurch habe ich nicht die Möglichkeit gehabt, viel Franchise zu spielen, weil es halt nicht die ganzen Möglichkeiten gibt, die man sonst hat. Deswegen, sobald das Spiel raus ist, also heute, werde ich mich einloggen und dann werde ich das Ganze hier noch ein bisschen laufen lassen, dass wir auch ein bisschen Geld bekommen. Und da werde ich auch versuchen, dass das Ganze ein bisschen gut wird für uns allgemein fürs Spiel. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen die Idee, die ich habe. Wenn jetzt der Zaun dann auch gebaut ist, auch natürlich nur mit den neuen Teilen, dann ist die ganze Geschichte fertig und gut, so wie ich das sehe. Und die Timeline nähert sich tatsächlich jetzt auch mit ganz großen Schritten dem Ende. Der Zaun gefällt mir relativ gut. Ach, die Statue wollte ich noch einmal. Habe ich gar nicht gemacht. Naja, die Statue gibt es dann im nächsten Ding und nicht im Realtime-Part, denn der Realtime-Part ist dann im Sandbox gestartet. Einfach, weil ich die Tiere ja dann brauche, aber das hatte ich euch ja ganz zu Anfang auch gesagt, dass wir uns da einmal in den Sandbox wagen, obwohl das eigentlich der Franchise-Mode ist. Aber es macht ja nichts. Man kann ja auch mal, beides zusammenspielen. Ne? Das ist ja auch mal ganz interessant. Yes! Ihr seht, da wird der Zaun einfach nur noch platziert und dann ist die ganze Geschichte fertig. Deswegen würde ich jetzt einfach ganz spontan mal sagen, dass ich jetzt langsam mal fertig bin mit der ganzen Geschichte, die zu kommentieren. Ich freue mich auf jeden Fall, das Pack macht richtig Spaß. Ich habe es ja wie gesagt ein paar Tage angetestet und wir sehen uns gleich im Realtime-Part wieder. Ja, bleibt also dran. So, und da sind wir auch im Realtime-Part. Das Gehege ist fertig und wir sind jetzt kurz in den Sandbox gewechselt, denn hier sehen wir dann jetzt auch ganz entspannt die Pergola, die ich hier gebaut habe, auch die Bildungseinrichtung, die wir sehen, auch hier auf der Seite diesen Bildschirm, sodass man sehen kann, okay, hier sind die Persewalzgepferde. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man geht dann hier rein, warte mal, wir können das ja genauso gut einmal im Erkundungsmodus machen. Und dann geht man hier rein und dann mit der Zaunhöhe passt das auch und dann sieht man hier die wunderschönen Pferde, die neuen, mit verschiedenen Höhen im Gehege, den umgekippten Baumstämmen und so weiter und so fort. Und das sieht dann gar nicht mal so blöd aus, finde ich auf jeden Fall.
Das auch mit dem Stall funktioniert sehr gut und hier stehen dann jetzt die Pferde und grasen. Ich finde, die Pferde grasen deutlich länger und also öfter als jetzt zum Beispiel die Zebras. Deswegen bin ich mir sicher, dass das vielleicht tatsächlich doch keine Reskins sind, sondern irgendwie neue Tiere. Die bewegen sich auch ganz anders. Muss man ganz ehrlich sagen, das ist eigentlich eine coole Sache, dass das so gemacht wurde. Das Gehege ist groß genug für vier Tiere. Tatsächlich sogar ein bisschen größer. Von der Einteilung hier passt das auch sehr gut. Und von den Pflanzen auch. Gerade so tatsächlich 30%. Macht auf jeden Fall Spaß. Und hier sehen wir dann diese wunderschönen Tiere. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, das Pack und die Tiere, dann schaut es euch auf jeden Fall an. Dann ist es einfach richtig, richtig schön. Und die Tiere sind richtig, richtig toll. Finde ich auf jeden Fall. Es macht ganz schön was her. Und unsere Pferde, die mögen es hier tatsächlich sehr, sehr gerne in dem Gehege. Hier drin haben sie ja die Möglichkeit, hier reinzugehen und sich die ganz entspannt reinzugehen und so hinzulegen. Und gerade diesen Teil hier musste ich halt aufmachen, weil sonst die Pferde nicht rauskamen aus diesem Gebäude hier. Dann ist es gar nicht so dunkel, der Stall, aber tatsächlich passend für die Pferde, wie ich finde. Ja, und dann sind hier die Percevals-Gefährde. Und dann freue ich mich ganz doll, wenn der Franchise-Mode hier Form annimmt. Das mit dem Mitarbeiter-Wiki hin ist erstmal auch nur eine Beta, wenn man das sagen kann. Ich würde ganz gerne, und das kann ich euch jetzt hier an der Stelle auch mal sagen, den Weg hier irgendwie so teilen lassen und hier hinten rumgehen lassen und dann erst hier wieder hochgehen und den aber auch machen und dann hier irgendwelche Tiere hinmachen, die dann dahin passen. Weiß ich noch nicht. Flamingos haben wir jetzt und dann haben wir die Percevals-Gefährde. Also es ist irgendwie was Asiatisches hier noch, irgendwas Asiatisches Kleines. Mal gucken. Schaut auf jeden Fall im Community-Tab demnächst mal rein. Deswegen ist auch wichtig, dass ihr den Kanal abonniert, weil dann verpasst ihr auch keine Abstimmung zum Zoo. Tatsächlich. Jo, das Pferd entspannt sich auf jeden Fall. Die sind alle sehr, sehr cool drauf und fressen hier ganz entspannt. Ich weiß nicht, ob jetzt sauber gemacht wird oder ob da auch gefüttert wird hier bei denen, aber es sieht danach aus, als würde nur sauber gemacht werden. Und die stehen dann hier und grasen und unsere Besucher kommen dann hier hin, gucken sich die ganze Geschichte an. Und es passt auch von der Zaunhöhe sehr, sehr gut. Ja, Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und schreibt gerne in die Kommentare, wie euch das Gehege gefällt. Und insgesamt, wie euch das Pack gefällt. Schreibt es einfach gerne mal rein. Und wir sehen uns dann vielleicht, wenn ihr mögt, im nächsten Part. Ne? Ich würde mich freuen. Bis dahin, haut das mal rein, Leute.